Willkommen wieder bei der fantastischen Welt von Forza. Forza, genau, Horizon Zero Dawn. Wie kam ich jetzt auf Forza? Ich fahre hier doch gar nicht mit schnellen Autos. Vielleicht mit schnellen Robotern, aber keine schnellen Autos. So, eine junge Dame hat uns gebeten, zu Broms Lager zu gehen. Und das machen wir doch auch. Ich kann jetzt übrigens die Zeit hier anhalten. Richtig cool. Danke, Schweinchen, dass du auch mal stirbst heute. Denn irgendwie brauchen wir ja das ganze Fleisch. Und wir können jetzt tolle neue Attacken. Ne? Zum Beispiel einfach ganz sneaky von hinten einen schönen Schlag machen und er ist hinüber. Ich musste mich gerade räuspern. Ja, ne, so tolle Sachen. Also wir können jetzt echt ein paar coole Sachen machen. Gut, Junge. Jetzt kann ich doch so Finisher machen, ne? Aui. Yeah. Oh, Moment, da ist guter Loot bei. Ach, wir nehmen eh alles mit. Jetzt jagen Sie mich. Niemand jagt dich, Fräulein. Und du... Gut. Okay, das alles wird auf jeden Fall unser Leben ein bisschen erleichtern in dieser Welt. Mit den neuen tollen Attacken. Gelernt bei mir selber. Einfach so. Ich kann sie auf einmal, ne? Weil ich intelligent bin. Ich bin einfach hyperintelligent. So. Ich werde versuchen, am Tag irgendwie so... Ja, schon 2-3 Folgen jeden Tag zu bringen. Erstens, weil es in dieser Welt vieles Tolles zu machen gibt, wie gerade diese Schweine zu schlachten. Wunderbar. Also einfach toll. Nee, aber es gibt in der Welt halt ultra viel zu erledigen und machen. Deswegen werden wir bei diesem Let's Play viel Spaß haben, auf jeden Fall, hoffe ich, ne? Deswegen am Tag auch mehrere Folgen, aber ich hoffe, das wird die meisten auch nicht groß stören. Bezweifle ich so ein bisschen, dass die Leute da meckern werden. Oder meckerst du etwa deshalb, hä? Dann komm, sag's mir ins Gesicht. Komm, 1 gegen 1, Digga. Ach, Mann. Wo soll ich denn hin? Ah. Machen wir eine coole Rolle, was soll's, ne? Nehmen wir mal, was ist, wenn ich jetzt auf das Ding bringt, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, gibt's dann sowas wie Secrets, Geheimnisse, die wir aufdecken oder erfahren oder... Ich glaube, ich kenne mich ja hier nicht aus, ne? Ich bin ja hier neu. Mein erstes Mal, Leute. Aber ich sag euch jetzt schon, das Spiel wird das Spiel des Jahres. Kann ich euch jetzt schon sagen, das Spiel wird ein Spiel des Jahres. Ich weiß nicht, wie Mass Effect wird. Ich bin echt ein Mass Effect Fan Numero Uno. Deswegen kann ich das nicht sagen. Oder willst du es nicht behaupten, aber ich würde sagen, Mass Effect, wenn das gut wird. Oh. Nur das Auge ist eine Schwachstelle. Ne, ihn müssen wir ja das so töten. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Die stillen Schläge helfen mir auch dabei, dass die nicht unbedingt Alarm schlagen. Und nicht rumrennen und dann auf einmal schreien. Ah, das hat... Okay, das hat man zum Glück nicht zugehört. Stiller Schlag erneut. Loot. Ich liebe es. Doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Okay. Die beiden sind tot. Das ist das Lager. Wieso sind hier so kleine Männchen? Und hier ist eine Blutspur. Aber keine Leichen. Untersuche Lagerfeuer. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Ach, das war schon die Info. Ja, vielleicht, wurden die nur verletzt, aber leben noch? Ich weiß es ja nicht. Stell dir vor, ich war nicht dabei. Live. Ach so, untersuch das Gebiet mit deinem Fokus. Moment, kann ich da jetzt etwa Spur markieren? Schweinchen? Schweinchen!
In den Popo. So. Geschieht dir recht, Schweinchen. Was rennst du auch hier rum? Das irritiert mich. Ich bin gerade am Untersuchen. Ey, so kann ich halt nicht arbeiten, ne? Da muss ich halt mal die Tiere in der Umgebung töten. Wie im echten Leben, ne? Wenn man nicht vernünftig arbeiten kann, einfach alles töten in der Umgebung, ne? Kappa. So, jetzt nochmal. Kohleholzasche kürzlich gelöscht. Was ist das da hinten? Ach, ein Strauß oder so? Was bringt mir das jetzt, das zu untersuchen? Wieso sehe ich jetzt hier eine Spur? Ach. Ah, hier ist auch Blut am Boden. Heißt das, hier führt eine Spur hoch? Ja. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ach, Leute. Wem gehört dieses Messer? Oh, ein Messer. Hat jemand Brom damit angegriffen? Ganz üble Sache. Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Also dafür, dass der Typ so viel Blutverlust hat? Respekt, dass er so weit gekommen ist. Noch über den Balken herumbalanciert, ne? Also könnte ich nicht bei dem Blutverlust, ne? Ich würde wahrscheinlich schon... Sind wir mal ehrlich, ich könnte nicht mal über den Balken balancieren. Selbst wenn ich komplett da wäre. Da, ein Eimer. Alles für den Eimer hier. Untersuche den Eimer, habe ich doch. Ah ne, hat sie nicht. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Aber warum macht das jemand? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Hm. Vielleicht fangen sie ja hier quasi an. Schon mal dran gedacht. Wer auch immer das war, ich verstehe nicht, warum der Typ Blut ins Lager gebracht hat von irgendwelchen Tieren oder so. Aber das decken wir ja jetzt auf, Leute. CSI, ne? Wir sind die Special-Einheit hier. Na, ob da sich irgendwas ergibt. Ich hoffe ja, Stopp. So, die haben wir erledigt. Du darfst keine Verstärkung rufen. Die waren halt auf einmal da, ne? Da muss man sich dann auch mal drum kümmern. Alle ein bisschen wegmachen. Das einzig Positive ist, ich denke mir halt wirklich, bei jedem getöteten Roboter denke ich mir, Loot. Ey. Man darf mir keine Spiele geben, wo man sammeln kann. Das ist bei mir, führt das zu extremen Anfällen. Extreme Sammelanfälle. Schneller, schneller! Anderle! Das Kraut nehmen wir natürlich mit. Das nehme ich für unterwegs mit. Das nehme ich für unterwegs mit, ne? Zum Snacken. Das finde ich immer wieder lustig. Hey! Die Spur geht hier an Mutters Wiege vorbei. An den Händler. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Hallo, Schweinekopf, wie geht es dir? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Ein bisschen asozial, wa? So, weitere Spuren markieren. Wir haben echt ein super Gerät, ne? Hat er mich gesehen? Ist er jetzt skeptisch? Kommt da gucken? Nö, er ist nur verwundert, so ein bisschen so. Was haben diese Plünderer denn da? War da was? Moment. Au! Na? Aua, du müsstest doch auf dem Boden liegen. Gut, Junge. Das war aber eine nicht so freundliche Maschine, oder?
Guck dich. Ha. Schön leise jetzt. Wie so Tyrannosaurus Rex, Alter. Wie so kleine Velociraptoren. Gönne ich mir mal ein bisschen Kräuter. Könnt ihr bitte abziehen? Wäre sehr nett. Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet. Danke. Bam, bam, badam, bam, bam. Dü, 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 dü. Na gut. Planänderung. Ja, das wollte ich benutzen. Perfekt. Oh. Au! War wohl mal ein Wächter. Ihm auch immer nicht voll. Alter! Kollege, ganz ruhig. Alter, bist du jetzt meiner? Liebst du mich jetzt? Ich glaube, der mag mich, ne? Finde ich cool. Ist jetzt freundlich, ne? Ist einfach freundlich. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Was ist los? Du bist entlassen, ne? Von deinem Dienst als kleines Haustier. Tut mir leid, Mann. Aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Für jeden. War zwar sehr fieserig, ne? Aber sorry, sorry. So, markieren für neue Spuren. Erstmal gönne ich mir noch die anderen Teile. Ich brauche alles, Mann. Schließlich möchte ich mir auch was kaufen demnächst. Ne? Mal wieder neue Kleidung oder so. Oder einen neuen süßen Bogen, der zu meinen Schuhen passt. Okay, sorry. Jetzt sind wieder alle Frauen triggert. Es war nur ein Spaß. Mann, chill mal, Digga. Wir mal am Ausrasten hier alle. Stopp. Gerade noch so dich gesehen, du kleiner Waschbär. Deine Haut ist jetzt meine. Endet das hier oder komme ich... Ah. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Fragen über Fragen. Folge den Spuren. Was ist Broms... Ja, was ist seine... Oh, gut. Was ist seine Intention dahinter? Vielleicht bunkert er für den Winter oder so. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Ich hoffe, das ergibt sich, ne? Und wir finden das mal heraus. Ja, wie ist der Brom bisher ein ganz suspekter Typ? Bitte nicht! Wenn du es nicht versprichst, springe ich! Was? Wer will sie jetzt schon wieder umbringen? Sorry, ich bin aber gerade nicht in Stimmung, hier irgendwelche Leichenteile wegzuräumen, ne? Nur mal so. Mit Zeitlupe. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Oh ja, Drama Queen, ich bin ja schon da. Hallo! Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du... bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Ich... Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Was nehme ich? Ich weiß, das ist hart, aber ich kann helfen. Komm näher, dann muss ich nicht brüllen. Ich schreie nicht. Du bist ein guter Zuhörer. Also hör mir zu, wie du den anderen zuhörst. Sie sagen, ich soll nicht hinhören. Aber Olara sagt immer, wenn ich den Sprecher sehe, wäre es okay. Na gut, ich höre dir zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Er
Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Jetzt so am Ende, wo sie hier lang gegangen sind zu zweit, die letzte Sequenz hier so lalala, hätte sie so lächeln müssen und dann sieht man nochmal so die Sequenz, wie der Typ da mit dem Stein einfach nur auf sie einschlägt oder so. Man hätte ja wählen können auch, dass man sagt, er ist eine Bedrohung, eine Gefahr, der Penner, geh weg von dem, ey, den können wir nicht leiden. Aber wie ist die Lage? Quest aktiv. Hoppt. Und die Verschwörung, ja, das ist die neben die Vergessenen. Olaras Bruder Brom, das haben wir geschafft. Aufträge. Ja, Aufträge könnten wir machen, oder? Es gibt auch EP. Was ich aber gerne machen würde, als erstes. Wo ist denn. Da würde ich gerne hinreisen. Dafür brauche ich auch mal so ein Pack da. Die sind ja eigentlich relativ, ich glaube, selten. Aktuell habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas im Hals. Das ist ganz schlimm. Der Grund, warum ich hier hin möchte, ist, ich möchte nochmal gucken nach unserem guten Freund Rost. Ja. Zu Hause. Dass er das alles gebaut hat. Allein. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ist er hier nicht auch irgendwo begraben? Oder habe ich das falsch verstanden? Weil ich wissen will, ob sie dann mit dem Grab interagieren kann. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Oder ist das dumm von mir, dass ich so neugierig bin in der Hinsicht? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wenn, wo, ne? Gibt es noch ein paar Stöcker, die ich klaue von zu Hause? Alte Ruine entdeckt, Rosts Grab. Was? Ja, wo? Bin ich doof? Jetzt mal ernsthaft. Als ich hier stand, hat er gesagt, alte Ruine in der Grosts Grab. Das hier? Nö. Das da wahrscheinlich, oder? Rost. Ich konnte das Heilige Land nicht verlassen, ohne dich zu sehen. Als du Lebwohl sagtest.
Da ließ ich dich zu schnell gehen. Ich dachte nicht, dass ich dich zum letzten Mal sehen würde. Ich habe nur so stark getan. Ich hätte wissen müssen, dass du bei der Erprobung über mich wachst und für mich da bist wie niemand sonst. Wie immer. Ein letztes Mal. Danke, Rost. Ich werde dein Geschenk nicht vergeuden. Versprochen. Ich mach dich stolz. Ich hab versucht, dahinter zu kommen, aber nichts ergibt Sinn. Die Mörder wollten mich, weil ich so aussehe wie diese Frau. Älter, mit kurzem Haar. Aber warum und wo ist die Verbindung? Wenn sie meine Mutter ist, sie sieht nicht nach Nora aus. Aber wenn sie im Berg lebt, woher wussten die Mörder von ihr? Je mehr ich erfahre, desto weniger verstehe ich. Ich muss Olin finden. Ein Außenseiter. Er war beim Fest. Am Vorabend der Erprobung. Irgendwie sahen die Mörder mich durch seinen Fokus. Und er wusste es. Er hätte mich warnen können. Wenn ich ihn finde, wird er mir alles verraten, was er weiß. Und er wird bezahlen. Na gut, es ist Zeit, das Becken zu verlassen. Ich komme wieder, sobald ich kann. Ach, wie cool, dass ich dann da doch noch mit interagieren konnte. Haben wir jetzt nochmal das Grab von Rost besucht. Finde ich echt mega cool. Also wirklich jetzt. Dass wir da nochmal mit interagieren konnten und so. Ach ja. Sowas liebe ich. Quests. Wir machen das jetzt mal hier. Nehmen natürlich noch ein paar Sachen mit. Ist ja logisch. Tut mir leid, wenn ich hoffe, es stört euch nicht. Könnt ihr mal gerne eure Meinung schreiben. Jetzt mal ohne Witz. Ohne Witz, Digga. Könnt ihr mal gerne an die Zuschauer, die bei mir gerne Horizon gerade zusehen, schreiben, ob euch sowas stört. Weil mich persönlich das halt interessiert hat, so mit dem Grab. Und ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich da ein bisschen neugierig umherstöbere. Ne, vor allem in sowas. Das ist halt auch ein Stück Geschichte. Die Geschichte von ihr ein Stück. Ihr wisst, was ich meine, oder? Als ob ich das Lagerfeuer noch nicht entdeckt habe. Ah, nö, es ist jetzt, glaube ich, oder? Er hat das noch nicht entdeckt. Vorsicht da unten. Ich bin verwirrt. Stopp, Waschbär. Stopp, Waschbär, töten. Eigentlich sehr brutal, was ich hier mache, aber... Sorry, man muss sich auch durchsetzen gegen diese Waschbären, ja? Die wollen nichts als Ärger machen. Wieso werden die Fußspuren immer... jetzt. Ich war schon verwirrt. Was ist das da oben? Ist das eine riesige Maschine, die da gestorben ist eigentlich? Mit diesen Tentakeln, sage ich mal. Das da? Wenn ja, Respekt, wer die gekillt hat. Der hat meinen fetten Respekt, Digga. Krass im Dunkeln, wie man... von Weitem schon die Roboter da hinten erkennen, an ihren leuchtenden Äuglein. Das finde ich ist ein nice Feature, Digga. Ich bin von zu vielen Sachen impressed hier bei dem Spiel. Aber ist halt einfach nice. Ist halt einfach nicey-dicey. Meine ist wieder voll aus Atem. Ja, sogar ich besser laufen, ne? Okay, nein. Habe ich gerade... Ich dachte gerade, ich habe irgendwie Kinder gehört. Hast du ihn nicht zurückgeschickt? Du hast ihn im Herzen behalten. Ich weiß,
Auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Ach, da oben. Ich dachte, ich habe Halluzinationen, Alter. Grata. Wer bist du, Grata? Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann. Wie gebe ich zur Spitze des Ausblicks? Wer ist jetzt echt schon wieder diese Grata, Alter? Läufer. Ach so. An ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Okay, dann und mal Überbrückung. Los. Komm jetzt, mach schon. Nicey dicey. Läufer besteigen, oh. Es hat. Na, also. Braver Junge. Wie cool. Das ist schon besser. Sorry, das ist mega. Ja. Oh, ich kann auch Nahkampfangriffe machen. Ja. Lauf! Los, Epona! Dieser Läufer ist schnell! Die Bestie läuft. Das ist Epona, Mann. Das ist mein Pony, wie bei Zelda. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Ja, ja, man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Ey, du da, warum chillst du da im Gras? Bitte, du musst mir helfen. Ganz ruhig, Brauner. Ja, Pferd, komm mal, bleib mal stehen hier. Willst du nicht helfen? Schrei mich nicht an! Ich kann dich sogar rufen, aber warum schreit der mich an? Hast du mich gerufen? Du hast bereits Leben gerettet. Hör mich an und vielleicht rettest du noch eins. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Ich tu, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Das macht dann 12 Euro, ne? Komm mal her, Fifi. Ja, fein machst du das. So, gib mal Gummi, Digga. Hopp, hopp. Noch eine Stufe, oder, Junge? Komm, gönn dir. Du kannst das. Du kannst doch schneller, oder? Sei mal nicht so eine Pussy. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Nein! Ich hab diesen armen Fuchs überrannt. Oh mein Gott. Fleisch. Oh mein Gott. Ich hab ihn einfach umgekehrt. Ich hab ihn einfach überfahren quasi. Ich bin ein Monster. Aber nur ein kleines. Nur ein kleines Monster. Gut, Junge. Oh, ich hab den nicht richtig getroffen, ne? Komm, komm, überrenn ihn. Alter! Ohne Witz, das Vieh macht richtig Schaden. Ne, okay, wir haben auch aus Versehen den Fuchs gewonnen, indem wir ihn überrannt haben, aber trotzdem macht er sehr gut Damage, ne? So, komm mal wieder, oder komm ich da hoch mit dem? Ich muss mal irgendwas gucken. Kann ich eigentlich hier vergrößer deinen Waffelbeutel? Ja. Da fehlt mir wieder. Ah, da fehlt mir immer fettes Fleisch. Und Metallscherben.
Ach Mann, das ist traurig. Aber wir brauchen das Fleisch, um nach und nach unser Zeug zu upgraden. Los, weiter, weiter. Wir haben noch eine Mission zu erledigen. Der mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Stopp, stopp. Bleib stehen. Nicht sterben. Danke, Eggy. Ach, da. Manchmal bin ich ein bisschen blind, was das angeht. Für mich sieht das irgendwie alles gleich aus, ne? Jetzt müssen wir da echt hochklettern, nur um für die Alte irgendwas zu holen. Meine Frage ist, wie ist sie überhaupt da hochgekommen? In ihrem Alter, ne? Respekt, falls ihr das, wenn ihr da wirklich hochgeklettert ist, Respekt. Bin ich gerade doof? Nochmal Info an mich, bin ich gerade dumm? Ist mir ernsthaft. Ja, bin ich. Ich übersehe die leichtesten Sachen. Ich übersehe sie einfach. In sowas muss ich, das muss ich noch üben. Ein bisschen mehr die Augen offen halten. Den Blick erweitern für mehr tolle Dinge im Leben von Minikraft. So, hier, gönn dir mal da oben. Hopp. Hopp. Das ist aber echt eine krasse Kletterparty, ne? Macht die Oma das auch immer mal so als Frage? Geronimo! Ente! Ente! Knochiges Fleisch. Gänsehaut. Bei diesen krassen Schüssen, die ich abgebe, kriege ich auch immer Gänsehaut. Verschwindet! Keiner mag euch! Blöde Gänse, Alter. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Wunderbärchen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von Abseilen. Hier aus sieht man Mutters Wacht. Nicht, dass sie gleich hier hinscheißt. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Was ist das Pfeilsymbol? Das frage ich mich gerade. So, kleinen Moment. Da müssen wir zurück zu Gratas Lager, das ist ja klar. Arana finden, das war's. Das hatten wir noch offen. So, ich drück mal auf Abseilen, ne, aber ich will jetzt nicht hier hinmachen. Oh, epic. Ba, ba, da, ba, ba, da, ba. Episch. Da bist du ja. Hab dich schon vermisst. Hatte schon Angst, du bist für immer weg. Na, Moment. Bleib stehen. Keine Munition, ich krieg zu viel. Bleibst du, Rui? Wo ist das denn? Danke. Mann, 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 du blödes Kind. Ah, bleib hier. Oh. Oh. Wie das aussah, wie das da runtergerollt ist, Mann. Funny, fun. Alter. Bam, badam, bam, badam, bam. So, gönn ich mir. Die sehen mich nicht, wenn sie essen, ne? Die Trottel. Na, stört mich jetzt nicht, ne? Ich krieg ja die Strohstoffe. Hi. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ich sehe aber kein rotes Licht. Du siehst mich nicht. Oh, auch in den Arsch. So viel Zeug. Schön, schön. Und du auch. Ihr seid alles Trottel. Tarnkill an 10 Maschinen. Trophäe erhalten. War jetzt ja auch nicht schwer, ne? Fifi.
Komm mal her. Feines Fifi. Fein. So. Ich würde aber an der Stelle eigentlich sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder, oder? Also, würde ich jetzt so behaupten, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie... Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Stoppet, wir haben noch eine Mission. Wo ist Arana? Ich sehe sie nicht. Oh, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Da oben! Wie hast du das denn hinbekommen? Ja, vernichte sie! Bitte! Ey... Geht doch. Ich dachte schon, ich krieg die nicht mehr. So, Arana. Das war easy. Ja, hab ich doch schon. Ah, nee, hab ich nicht. Hab ich doch. Nups. Rede mit Arana. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Ja, nichts leichter als das, Freund Sahne. Ne? Ich gönn mir mal eben nur ein paar Pflanzen. So, danke. Hey. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Bis zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch mal wieder gefallen. Fifi, komm mal her. Das war wieder eine sehr lustige, interessante Folge. Und ja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Danke einfach. Danke.